Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Im heutigen Video, da geht es um eine Zuschauerfrage. Und zwar wurde ich gefragt, warum die Zucht asiatischer Elefanten besser klappt als die Zucht afrikanischer Elefanten. Die Antwort darauf jetzt in diesem Video nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Ja, in einer Zuschauerfrage, da wurde ich gefragt, warum die Zucht asiatischer Elefanten offensichtlich besser funktioniert als die Zucht afrikanischer Elefanten und ob es dafür biologische Gründe gibt. Nun, man kann sagen, handwerklich klappt es bei beiden Elefanten, also sowohl asiatische als auch afrikanische Elefanten können sich miteinander fortpflanzen, sonst wäre die Tierart oder eine der beiden Tierarten ja inzwischen längst ausgestorben. Aber es ist richtig, bei afrikanischen Elefanten läuft die Zucht etwas schleppender als bei den asiatischen Elefanten und es gibt tatsächlich einen biologischen Faktor, der dafür spricht. Und zwar ist es so, es geht um das Erstalter bei der Zucht. Da gibt es ein gewisses Zeitfenster. Und bei asiatischen Elefanten, da liegt das Einstiegsalter in die Zucht, also ich spreche von den Elefantenkühen, da liegt dieses Alter, das geht so ab 8 Jahren los und das geht bis zum 25. Lebensjahr im Maximum. Das bedeutet, dass innerhalb dieses Zeitfensters zwischen dem 8. Lebensjahr und dem 25. Lebensjahr die Erstzucht bei einem asiatischen Elefantenweibchen stattfinden muss. Wenn sie bis dahin kein Jungtier bekommen hat, dann wird sie auch im weiteren Leben kein Jungtier mehr bekommen, sondern dann hört die Zyklischkeit auf, also der Eisprung, und das Tier hat eine sogenannte Flat Rate und wird also nicht mehr trächtig werden. Bei afrikanischen Elefantenweibchen ist dieses Zeitfenster etwas kürzer. Das heißt, da geht es erst so mit 11 Jahren los, etwas später, aber da sollte die Erstgeburt zwingend vor dem 20. Lebensjahr sein, also nur von 11 bis 20 Jahre, nur ein Zeitfenster von wirklich 9 Jahren, das ist schon relativ eng gesteckt. Nun, wieso verpassen manche Zoos das? Ganz einfach, die Jungtiere wachsen auf beim Bullen, der aber der Vater ist, mit dem will man das nicht vermehren, da müsste man den Bullen tauschen und dann ist der neue Bulle, der kommt vielleicht noch ein bisschen jung und bis dann wirklich die Zucht beginnt, sind dann die 20 Jahre schon überschritten und dann ist es für dieses Jungtier schon oder für dieses Weibchen schon zu spät. Also das ist durchaus ein Faktor, dass dieses Zeitfenster der Erstgeburt bei asiatischen Elefanten etwa vom 8. bis zum 25. Lebensjahr reicht, bei afrikanischen Elefanten aber nur vom 11. bis zum 20. Lebensjahr, also nur 9 Jahre. Ja, das spielt durchaus eine Rolle. Andererseits muss ich dazu sagen, was den Erfolg von Erstgeburten zumindest anbelangt, ist aber die Erfolgsquote bei afrikanischen Elefanten in der Überlebensrate der Jungtiere wiederum höher. Also bei asiatischen Elefanten kommt es häufiger zu Fehlgeburten, kommt es häufiger zu Infantiziden auch, also zu Jungtiertötungen durch die Mutter. Da kommt es häufiger zu Problemen und zur Sterblichkeit der Jungtiere während der Geburtsphase, zu sogenannten Schwergeburten, während bei den afrikanischen Elefanten dies deutlich weniger der Fall ist. Also dort gibt es deutlich weniger Infantizide, die nachgewiesen wurden, also im Zoo. Dort gibt es auch deutlich weniger Verluste in der Jungtiersterblichkeit bei der Erstgeburt. Also hier wieder eigentlich ein kleines Plus bei den afrikanischen Elefanten gegenüber der asiatischen Elefanten. Aber wir müssen uns auch anschauen, wie sind überhaupt die afrikanischen Elefanten importiert worden.
Nun, bis 1976 durfte man ja noch asiatische Elefanten importieren und da haben sich die meisten Zoos mit asiatischen Elefanten abgedeckt. Und erst nach 1976, eigentlich sogar erst nach dem Importstopp für afrikanische Elefanten 1989, haben die Zoos die Notwendigkeit der Zucht eingesehen. Dazu kommt, zwischen 1976 und 1989, also zu der Zeit, wo dann hauptsächlich afrikanische Elefanten importiert wurden, weil man ja Asiaten nicht mehr importieren durfte, nun, in der Zeit haben dann hauptsächlich Zirkusse afrikanische Elefanten importiert. Die Zoos hatten meistens alle schon ihre Elefanten. Das heißt, Zirkusse haben nochmal richtig zugeschlagen und über die Hälfte der Importe nach Europa an afrikanischen Elefanten ging gar nicht an Zoos, sondern ging an Zirkusse. Und 1990, nach dem Importstopp für afrikanische Elefanten, dann durfte man also beide Elefantenarten nicht mehr importieren, 1990 hatten die Zirkusse in Europa mehr Elefantenbullen als die Zoos. Was daraus geworden ist, wissen wir ja leider bis heute. Gab es keine einzige Geburt eines afrikanischen Elefanten in einem Zirkus. Und sämtliche dieser Bullen sind heute nicht mehr am Leben. Das heißt, die meisten Bullen sind entweder gestorben, so im Alter der Geschlechtsreife, oder sie wurden abgegeben an und dann halt auch zumeist wieder Safari-Parks, die im Alter für die Zucht ungeeignete Weibchen hatten. Und dann, also die meisten Afrikaner gingen gar nicht an Zoos, sondern gingen an Zirkusse, dann ging auch noch ein großer Teil an Safari-Parks. Denn afrikanische Elefanten, das ist so mehr so ein Safari-Park-Ding. Das ist ja Safari-Park, logisch, da denkt man als erstes an Afrika. So, das heißt, viele dieser Elefanten gingen dann auch an Safari-Parks und die waren zumindest in der Anfangszeit, in den 1990er Jahren, doch so ein bisschen schwierig, so ein bisschen unkooperativ. Die waren nicht Mitglied in irgendeinem Zooverband, die waren nicht Mitglied im EEP und die waren so ein bisschen egoistisch. Also die haben gesagt, ihr habt einen Zuchtbullen, könnt ihr mir gerne geben. Was, ihr habt ein zuchtfähiges Weibchen, am besten noch mit Jungtier, gerne her damit. Ihr wollt von uns einen Bullen haben? Nee. Ihr wollt von uns ein zuchtfähiges Weibchen haben? Nee, brauchen wir selber. Ja, also da wurde nicht so sehr über den Tellerrand geguckt. Gerade die Safari-Parks waren so ein bisschen unkooperativ. Das war natürlich für die Zoos, und hier nehme ich Zoo, Tierpark, Safari-Park, alles in einem mit, war natürlich für die Zoo-Welt ein bisschen schwierig, die Kooperation mit den Safari-Parks, zumindest am Anfang, aber da wurden ja bereits die Weichen gestellt. Das heißt also, die Verteilung der Elefanten war ungünstig. Denn es hat erstmal jeder dann geguckt, ich will Elefanten haben, ob es irgendwie gut zusammenpasst, ob ich nicht besser mit dem anderen tauschen sollte, dann habe ich eine gute Konstellation, der andere hat auch eine gute Konstellation. Das war in dem Moment eher zweitrangig. Die Zucht wurde auch noch nicht so sehr als Notwendigkeit erachtet, da man ja importieren konnte. Und Bullenhaltung, oh, so kompliziert und so weiter. Da wurde erstmal einfach nur Tiere aufgenommen und dann hatten am Ende Zoos, die gar keine Bullenhaltung hatten, hatten dann Bullen da stehen. Also Duisburg zum Beispiel hat afrikanische Elefanten bekommen. Die hatten auch einen Bullen. Zu dem Zeitpunkt gab es noch kein Bullengehege. Und das Bullengehege wurde dann erst sehr spät gebaut. Da war der Bulle schon in der Geschlechtsreife. Solange musste er noch im direkten Kontakt gehalten werden. Und ich weiß nicht, ob dies eventuell eine Rolle spielt, dass dieser Bulle sich bis heute nicht fortgepflanzt hat und dass dieser Bulle bis heute sozial ein bisschen ein schwieriger Elefant ist. Auch im West Midlands Safari Park war das so, die haben sich einen Bullen importiert, hatten gar kein richtiges Bullengehege, mussten den im direkten Kontakt unter der Dominanz halten. Viel zu lang lief das so und ja, heute ist dieser Bulle sozial auch teilweise eher etwas schwierig. Kann durchaus eine Rolle spielen, ist aber nicht erforscht, inwieweit das tatsächlich der Fall ist. Also die Konstellationen waren dann auch eher ungünstig. Es gab Zoos mit potenziellen Zuchtbullen, die hatten aber nur alte Kühe, die nicht mehr für die Zucht geeignet sind.
dass ab 20 Jahren die Elefanten nicht mehr trächtig werden. Das Verständnis gab es auch noch nicht, das wusste auch noch keiner. Und ja, dann gab es Zoos, die hatten zwar Zuchtkühe da stehen, die hatten aber keine Bullen, weil denen die Bullenhaltung fehlte. Zum Beispiel Safari Park Bixebergen, die hatten junge Kühe da stehen, hatten aber keinen Bullen, wollten erst ein Bullenhaus bauen, ist ja vernünftig, haben aber viel zu lange gebraucht, bis die das Bullenhaus fertig hatten und das Bullengehege, waren die Kühe, die sie damals hatten, längst aus der Zucht raus und man musste sich dann aus Wuppertal und anderswo wieder zuchtfähige Tiere besorgen. Also es gab da nur eine Handvoll Zoos, die es richtig gemacht haben, zum Beispiel Wuppertal, wo ja dann auch erfolgreich gezüchtet wurde, zum Beispiel Tierpark Berlin, wo ja dann auch erfolgreich mit afrikanischen Elefanten gezüchtet wurde. Auch in ausländischen Zoos, Zoopark Cabarseno in Spanien, Howlett's in England, auch da lief es ja dann wunderbar mit der Elefantenzucht. Also wenn man die richtigen Konstellationen hatte und schon im Vorhinein ein Bullengehege hatte und zuchtfähige Kühe hatte, dann lief es auch. Aber in vielen Zoos waren halt die Konstellationen derart ungünstig, dass es eben nicht lief. Auch danach, in der Neuzeit, sag ich mal, zuletzt in den letzten 10 Jahren, wurden leider einige Fehlentscheidungen getroffen. Da wurden potenzielle Zuchtbullen irgendwo nach Kanada abgegeben, wo es überhaupt gar keine zuchtfähige Kuh im gesamten Land gibt und auch nicht in dem Zoo, in den dieser Bulle ging. Also da wurden auch sehr fragwürdige Entscheidungen getroffen, wo man sagen muss, ist es wirklich so, dass die Zoos alle zusammenarbeiten und das gemeinsame Interesse an der Elefantenzucht haben, oder ist da doch ein bisschen Vetternwirtschaft und jeder guckt nur nach seinen Vorteilen? Die Zoos sagen es ja so, dass sie zusammenhängend denken, dass sie für das große Ganze sind und die einzelnen Interessen in den Hintergrund stellen. In der Praxis ist es dann aber zumindest nicht in jedem Zoo und mit jedem Zoodirektor so der Fall gewesen. Ich hoffe, dass das besser wird und es ist auch schon viel, viel besser geworden. Aber die Zoos müssen sich bei den afrikanischen Elefanten am Ende tatsächlich daran messen lassen, schaffen sie es nochmal, das Ruder rumzureißen. Noch gibt es genug Potenzial in der Zucht afrikanischer Elefanten, um die afrikanischen Elefanten ohne Neuimporte, und das ist auch das, was das EEP will, sie wollen keine Neuimporte, ohne Neuimporte afrikanische Elefanten so zu züchten, dass diese Tierart in Zoos nicht verschwindet. Aber dafür müssen gemeinsame Kooperationen stattfinden, da darf nicht jeder nur an sich selber denken. Da müssen also die Weichen gestellt werden. Im Augenblick, das muss man so sagen, sind zwei ganz, ganz große Big Player da. Zwei der erfolgreichsten Afrikanerzüchter, die wieder so ein bisschen schwierig sind. Der eine, der will seine Elefanten nicht mehr in die Zoogemeinschaft abgeben. Der will sie in Afrika auswildern. Das heißt, diese Tiere stünden dann der Zoowelt zumindest nicht mehr zur Verfügung. Der andere, der macht sich beim EEP dadurch unbeliebt, dass er zwar gerne Bullen abgibt, aber Weibchen lieber behält, auch wenn es dann möglicherweise auf Inzucht hinausläuft, anstatt dass er auch großzügig bei den Weibchen Familiengruppen aufsplittet, die nicht miteinander verwandt sind. Also in diesem Zoo gibt es mehrere Mutterlinien und da sollte man sich für ein paar oder eine Mutterlinie entscheiden und die anderen Mutterlinien abgeben. Das geschieht dort nicht oder nur sehr, sehr zögerlich. Das blockiert auch so ein bisschen den Zuchterfolg afrikanischer Elefanten, weil gerade Elefanten sind natürlich das Aushängeschild eines Zoos und da ist leider dem einen oder anderen Zoo das eigene Aushängeschild dann wichtiger, als der Gemeinschaft zu helfen. Wie gesagt, das ist eine große Herausforderung der Zoos. Da gibt es auch schon sehr viele positive Entwicklungen. Die meisten Zoos, das darf man hier nicht falsch verstehen, die meisten Zoos seit Anfang der 1990er Jahre, da hat wirklich ein Umdenken stattgefunden. Die kooperieren sehr gut miteinander. Aber wenn dann einige der großen Big Player in der Elefantenzucht querschießen, dann wird natürlich vieles wieder blockiert.
Also das sind so ein bisschen die Schwierigkeiten der Zucht afrikanischer Elefanten. Und das lief bei den asiatischen Elefanten deutlich besser. Da war die Zuchtvoraussetzung eigentlich gut und da waren nicht so viele Parks, die nicht im EEP waren und so weiter, sondern es waren meistens wissenschaftliche Zoos. Und dann hat man erkannt, ab 1976, oh, wir kriegen keine neuen Tiere mehr, wir müssen jetzt züchten. Und dann wurde eben auf Zucht umgestellt. Bei den afrikanischen Elefanten kam diese Entwicklung halt erst verzögert, dadurch, dass dort noch importiert werden durfte und das Bullenhaltung so kompliziert und dann lieber importieren und dann viel an Zirkusse importiert, anstatt in Zoos, auch Bullen. Das engere Zeitfenster bei der Zucht, auch das Nichtwissen, dass ich mit einem 12-jährigen Bullen keine 25-jährige Kuh begatten kann. Erstens passt es meistens vom Charakter nicht, die Kuh wird den Bullen gar nicht an sich ranlassen. Zweitens ist die 25-jährige Kuh natürlich auch schon aus dem zuchtfähigen Alter raus. Also da haben die Zoos dann auch sehr ungünstige Konstellationen gehabt und sich gewundert, warum es mit der Zucht nicht klappt. Aber heute wissen wir das. Woher eigentlich? Woher wissen wir, dass Elefanten ab dem 20. Lebensjahr nicht mehr züchten? Naja, wir brauchen nur auf die Zahlen gucken. Weniger als 2% der Elefantengeburten afrikanischer Elefanten bei der Erstgeburt ist von Elefantenkühen erfolgt, die älter als 20 Jahre waren. Und ich rede von den Geburten, nicht vom Deckakt. Das heißt, wenn ein afrikanisches Elefantenweibchen 20 Jahre alt ist und noch nie eine Geburt hatte, dann liegt die Chance, dass es nochmal züchten wird, bei unter 2%. Das ist einfach so. Ja? Und bei asiatischen Elefanten, da ist es das Gleiche mit 25 Jahren. Eigentlich mit 20 Jahren, um auf der sicheren Seite zu sein. Ja, an dieser Stelle noch eine Ankündigung für die nächsten 3 Videos. Die nächsten 3 Videos, die habe ich schon vorproduziert. Ich bin unterwegs, außerdem wird zumindest in Europa das Wetter auch schlechter, um in die Zoos zu gehen. Deshalb die nächsten 3 Wochen gibt es keine Elefantenvideos, sondern da gibt es Videos über Dinosaurier. Ich war wieder in verschiedenen Dinosaurier-Ausstellungen und Museen in Deutschland und da mache ich so kleine Rundgänge und nehme meine Zuschauer mit in diese Dinosaurier-Ausstellung. Ist vielleicht für Kinder ein bisschen interessanter als für Erwachsene. Aber das werden die nächsten 3 Videos sein. Das war im Laufe des Jahres, habe ich das gemacht. Zum Beispiel Tierpark Berlin. In diesem Jahr war ich dort und habe dann auch die Dinosaurier, die dort waren, mitgenommen. Danach geht es dann über Elefanten weiter. Und es gibt auch am Ende des Jahres, wahrscheinlich am 30. Dezember, ein Video über meine 5 Top-Jahres-Highlight-Videos von 2023. Also das unbedingt nicht verpassen. Ja, das war schon mein kurzes Video heute. Ich hoffe, es war vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, dass ich die meisten erreicht habe und dass das Thema interessant war. Dann gerne ein Like da lassen. Gerne den Kanal abonnieren, das geht da unten irgendwo. Nicht vergessen, auch die Glocke zu aktivieren. Und gerne auch Kommentare schreiben, die lese ich in jedem Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!